herzlich willkommen jetzt zu Teil 49 mittlerweile unseres gemeinsamen Let's Plays zu The Evil Within und an meiner Seite die Kirby. Hallo. Die Kirby ist da, das freut mich. Ja, ich bin da. So, Tür auf. Ich bin mal ganz gespannt, ne? Wir haben jetzt 49. Teil, wir nähern uns der 50er Marke. Und wir wollten hier lang, ne? Mhm. Jetzt war ein bisschen schneller, so. Ne? Wir haben jetzt schon genug Zeit vertrödelt. Was heißt hier vertrödelt? Ich meine, wir haben Schlüssel gefunden. Ja, das stimmt. Super viel Glibber. Aber das ist, wenn es so dunkel ist, dann denkt man, ah, ich verpasse was. Und dann sucht man eigentlich mehr, als man normalerweise machen würde. Ja? Aber dann gibt es ja zum Beispiel auch so tolle Spiele wie The Order, da hat man das ja nicht so. Ja, von daher kann man das ja hier total auskosten, dass man dann ab und zu mal ein bisschen Munition findet und so. Ich habe gerade gedacht, da oben wäre was. Das sah aus wie so ein Pfeil. Mhm. Bolzen. Oh, wir gehen ein bisschen Cocktails trinken da unten. Und wir gehen wieder schwimmen vor allem. Nein, nicht schwimmen. Ja. So traurig ich hab's ist es. Ich habe es eh nicht so mit sowas. Ne? Ich gehe ja auch nicht ins Meer. Wenn nicht vorher alle Tiere fein säuberlich entfernt werden, gehe ich da nicht rein. Da, Kidman! Kidman! Schießt und geht. Boah, was für eine Walking Dead-Szene gerade, oder? Ja, ich habe eine Sniper. Ich muss schnellstens darüber. Und mal gucken, okay. Das ist ja lustig. Kommt von oben auch einer? Ich glaube, die hat wegen dem Schuss gerade geguckt, oder? Ja, hat sie sich gedacht. Wo kommt der denn her? So, du hast aber jetzt das Sniper ausgerüstet, ne? Oh oh. Oh nö, nicht schon wieder. Ach, siehst du das? Da schwimmt was hin gerade. Ja. Ja, ist das draußen oder wie? Drinnen oder draußen? Das ist doch gerade dahin geschwommen. Vielleicht sind es ja jetzt auch zwei auf einmal. Kommst du da lang über die Treppe oder geht's was? Lang, ne? Ich probier's mal. Natürlich nicht. Natürlich. Was ist das Tor wieder aufgegangen? Ja, ich werde jetzt auch gleich sterben. Mhm. Komm mir nicht vorbei. Naja, das kann man ja nicht wirklich nicht vorher wissen, ne? Nee. Ja. The game is a bitch. Sometimes. Aber ich glaube, soll ich denn das eigentlich trotzdem machen? Die beiden Hirne da wegballern? Eigentlich schon, oder? Ja, schaden kann es doch nicht. Ich glaube auch, die hatte so ein bisschen mehr Luft zum Atmen, habe ich das Gefühl gehabt. Mhm. Ich finde, das wäre das einzige Nette, was man tun kann. Ja. Kommt die Sniper wenigstens mal wirklich zum Einsatz auch. So. Einmal so. So. Zack. Nackenschuss. In die Nacken knacken. Oh. Einen noch. Einen habe ich noch. Für dich. Reserviert. So. Der Polizist hat sich gerade richtig erschrocken. Ich glaube auch. Was ist mit dem passiert neben mir? Hat er sich gedacht. Ja. So, aber nee, hier habe ich nichts vergessen. Guck mal, es ist auf einmal heller, ne? Jetzt wird es wieder dunkler. Was ist los hier? Geh jetzt nach vorne. Aber wohin denn? Soll ich mal hier rüber springen, ja, ne? Jetzt müssen wir erstmal gucken, was da jetzt passiert. Es geht jetzt auf, dann schwimmt da was rein und dann geht das wieder zu. Und dann hast du einen kurzen Moment, glaube ich, Zeit. Wo musst du denn dann hin? Guck mal, da schwimmt jetzt was hin, siehst du das? Ja, das ist jetzt weg, ne? Ja, und dann geht das gleich wieder zu. Zack. Aber es ist immer noch was da. Es ist wieder da. Also wird das nur kurz abgelenkt dadurch, aber wo willst du denn dann hin über das Ding? Kommst du da eh nicht drüber? Ach, guck mal einer an. Musst du da auch durch, ja? Ich muss da durch, du genau. Du musst da durch, okay. Nein! Oh! Oh
für euch beide runterschießen. Ja. Und da muss man runterspringen, vor allen Dingen, wenn das Tor noch zu ist, ne? Genau. Also eigentlich in dem Moment, wo es gerade so möb anfängt aufzugehen. Boah, das wird jetzt bestimmt, das muss man voll oft machen, aber dann würde ich aufhören, ihn wegzusnipern. Meinst du? Ja. Ja. Ich kann das nicht. Doch. Glaub Nein. mir, es macht keinen Unterschied, ob du das machst. Bist du sicher? Ja. Ich kann es nicht. Oh. Es tut mir so leid. Aber die ist in Gefahr. Ich habe den Arm abgeschossen, hast du das gesehen? Von dir. Haha, ich habe den Polizist dahinter erwischt. So, Nein, oh, hoppala. Tut mir leid. Ich will mich nur jetzt schon mal so ein bisschen austoben, solange es noch geht. Wenn man sich austoben muss, muss man sich austoben. Genau. So. Gut. Jetzt habe ich eine Idee. So, jetzt hast du da zwei Typen hängen und eine Tür. Ja, jetzt ist er schon zu spät. Meinst du? Ich glaube nicht. Also, aber der kann dir jetzt hinterher gleich, ne? Ja. Der jetzt wieder auf. Deshalb muss ich jetzt auch ganz schnell hier hoch. Da hängt auch wieder einer. Kann der dir hinterher kommen, ne? Da kommt er ja, schon. Da ist er. Der Drecksack. Sacker. Ich hab dich schon gesehen, mein Freund. Keine Sorge. Kontrollpunkt, aber immerhin. Das ist doch schon mal super. Sniper musst du nicht mehr. Da liegt Munition. Da war das schäbige Vieh, hast du gesehen? Also da hängen auch wieder welche. Ja, ja. Halt durch! Hilfe! Da sind zu viele! Ja, ich probier mal was. Kidman, warte mal. Ich probier mal eben. Ich brauch noch aber ein paar. Ne? So. Jetzt aber gut. Muss auch reichen. So, also da unten hängt einer. Wo musst du jetzt lang? Das ist ja die größere Frage. Guck mal, kann ich dann hier rüberspringen? Ja, da sind auf jeden Fall so Platten auf dem Boden. Da ist wieder so eine Tür. Aber wie geht der Mechanismus an? Ja, aber den runterzuschießen wäre ja blöde, weil da musst du ja hin. Oder hält der den Mechanismus? Wer ist das denn? Was macht der denn da? Guck mal, ist das da irgendwas? Nee. Wie kriegen wir denn das jetzt ans Laufen da? Das Tor muss auf. Das ist jetzt aber... Oder ist die... er ist jetzt ja nicht weg. Der ist nicht weg. Da hängen ja auch total viele. Es wäre ja Quatsch, wenn der weg wäre. Ich probiere mal einfach, den erstmal wegzuschießen, ne? Weil ich brauche den später eh nicht mehr. Ja, aber dadurch geht der Mechanismus irgendwie auch nicht auf. Guck mal, der holt den auch nicht. Nee, den einen hat er auch schon nicht geholt. Nichtsdestotrotz ist der aber da. Wie komm ich denn dann darüber? Gar nicht. Naja. War da denn irgendwas? Nee, auch nicht, oder? Nee, willst du noch so eine andere Leiche da probieren und dann hinten runterspringen? Also die erste vorne dann probieren? Kannst du in das Haus, kannst du nicht rein hinter dir, ne? Nee, da kann ich nicht rein. Und da rüber springen wahrscheinlich auch nicht. Auch nicht so, nee. Ich denke mal... Weil da direkt so Platten sind und dachte, da kann man vielleicht runter. Ich würde jetzt mal hier die... Ich habe leider keine andere Möglichkeit mehr. Nee, kann man nicht runter. Nein, das gibt's doch nicht. Ja, Kidman, tut mir so leid. Ja, da. Naja gut, ich muss ja mal was probieren. So.
Okay. Da schwimmt er. Aber da musst du auch hin, ne? Ja. Da kommt er. Da kommt er. Ist jetzt vorbei? Ja, nee. Ach, ist das doof. Okay, nee, ich muss jetzt einfach. Ich habe jetzt eh keine andere Wahl. Ja, ist auch alles verballert. Ich kann es höchstens echt nur noch probieren, hier jetzt hinzukommen. Fuck. Bin ich weg? Ja, das ist aber wirklich ein Headscratcher. Was übersehen wir hier? Tja, anscheinend muss man dann irgendwie nach und nach immer von einem Gegenstand auf den anderen. Also auf das eine Auto konnte man ja auch. Genau, und dann immer so näher ran. Genau, genau. Das ich muss jetzt zuerst da hoch, wenn ich da oben bin. Dann muss kommt ich der Einspieler dort, ne? Genau. So, wo ist denn jetzt hier? Ach nee, das war schon gespeichert, ne? Ja. Aber die hier hängen hier noch. Ja, ja, genau. Aber ich glaube, dass du mit der geredet hast, war schon, ne? Ja. Habe ich hier noch die Flaschen? Ja. Guck mal, kann ich den hier treffen? Nee. Hier müsste doch noch einer hängen. Aber okay, dann muss ich halt probieren, ob das reicht. Sehr gut. Boah. So. Und dann musst du zur nächsten Plattform kommen, ne? Ja. Und da ist noch der Typ, der schießt. Nein, das wusste ich. Richtig, aber auch. Sind hier noch irgendwo eine Leiche? Ja, da gibt es noch zwei, die hängen da noch. Ah, da. Aber der ist zu nah, du musst den anderen nehmen. Aber das ist auch schon zu spät. Ich mach das gleich. Sobald es anfängt, mach ich den hier. Genau. Ah, du hast noch einen ich weiß, so. Ich weiß. Wasserleger, die sind echt. Mann, ey. Was hat der denn hinten drauf? Studiert der auch noch, oder was? Das ist ja mal eine Idee, ne? Soll ich mal probieren? Ja.
Ach, schade. Ich habe gedacht, der wird jetzt echt zerplatzen. Okay, einen Schuss noch. Oh, nicht so gut. Kontrollpunkt. Das ist besser. Was ist denn das da für ein rotes Licht? Explodiert hier gerade was? Nehmen wir mal so ein rotes Licht und so. Wieso höre ich denn hier noch was? Keine Ahnung, da unten geht noch voll was ab. Ach, guck mal, hier geht's noch voll ab. Was kommt denn aus von dem Wasser? Oh, hab ich sie mitgenommen? Lebt noch? Oh ja, ich lebe noch. Hab ich noch eine? Nee, hab ich nie mehr. Okay. Oh Gott, der muss sitzen. Zu spät. Ah, zu spät. Aber es wäre gut gewesen, ja, ne? Ja, total. Ach, Gott sei Dank, Kontrollpunkt. Ich bin glücklich. Ist mir alles egal. Ey, ist der mir aufs Gesicht getreten? Hast du das gesehen? Der ist mir aufs Gesicht getreten. Das ist asozial. I will kill you all. Now it's personal. Ja. Ich hoffe nur... Oh nein, ich glaube, ich habe es jetzt echt verballert. Hm? Ich glaube, ich schleiche mich jetzt mal an. Das sind dafür zu viele. Ab. Ist der zu? Okay, also ich habe noch einen hiervon, ja? Mhm. Ach, guck mal. Auch besser. Das ist doch nicht. Das ist super gut. Ab zum Fenster, genau. Den versuchst du zu killen. Komm mal jetzt. Muss ich mich noch an den ran zu schleichen? So. Wo kommen denn jetzt die anderen Pappnasen alle her? Das waren noch viel mehr eben. Ja, das stimmt. Geht allerdings das Tor jetzt auf, rechts von dir, ja? Ja, irgendwo geht ein Tor gleich auf. Da ist die Explosionsfalle. Ich glaube, ich hole jetzt erstmal die Kidman raus. Kidman! Kidman! Ich habe das Gefühl, die sind hier eben oben so eingebrochen, oder? Ich weiß nicht, das ging alles so durcheinander, das ist irgendwie explodiert. Ja, jetzt geht's. War hier irgendwie... Haha! Vorsicht, da ist auch noch so ein Explosionsding, ne? Ja. Nein, die habe ich ja gar nicht gesehen. Fall, oder was? Ja. Fuck. Ja, das ist mal richtig bitter. Nein. Bin ich tot? Mhm. Naja, aber so gut wie. So, den. Kennst du den schon? Der war mir neu. So, können wir die Kidman jetzt holen? Oder können wir jetzt sofort machen? Nein, ich wollte dich nicht zur... ich wollte dich nicht drängen. Ich wollte eher wissen, ob da noch mehr... Ob es jetzt möglich ist, ne? Genau. Ja. Da ist sie. Und Kontrollpunkt. Wenn du nicht gekommen wärst. Wäre ein anderer gekommen. Haha. Oh Mann, voll deine Gesundheit. Warte das für später auf. Da keine Ahnung. 40 Schuss? Guck mal bitte. Wo? Drück mal nach oben. Pass auf! War doch gerade irgendeine Waffe mit 40 Schuss oder war das nicht eine Anzeige? Kidman, hilfst du mir mal bitte? Nur mal so. Wäre das möglich? Wo ist diese merkwürdige Waffe hin? Das war wie so ein kleines Maschinengewehr, ne? Oder sowas. Ja.
Jetzt müssen wir uns die Aufzeichnung später nochmal angucken. Wieso komme ich nicht raus? Weil du da lang bist. Oh nein. Das halte ich nicht durch. Nein. Kidman schießt wieder gezielt daneben. Tesla-Maske an. Kann ich das mit den Nein. Würde es ihn vielleicht etwas ausmachen? Oh nein! Oh nein! Sehr gut! Das war wirklich der letzte Schuss, den ich hatte. Und der hat noch nicht mal was! Wollt ihr mich alle verarschen? Willst du nochmal in den Raum? Ich meine, jetzt ist das Trara vorbei. In den Raum? Oder hast du alles durchsucht? Eigentlich dachte ich, ich hätte alles, aber ja, ist auch man weiß unmöglich. Es ja nie, ne? Ich dachte nur, weil jetzt keine Musik mehr ist und... Ach, guck mal. Ja. Oh. Der war wichtig. Das war mal richtig wichtig. Fühlt man sich doch gleich viel besser. Schade, dass ich hier nicht rauskomme. Aber ansonsten... Ja, noch eine Spritze... So, die behalte ich aber mal, ne? Ja. Ja, manche Sachen sieht man nicht so offensichtlich, ehrlich gesagt. Nee, das ist es halt. Aber gerade wenn man halt, ne, man ist halt angespannt und achtet mehr auf die Gegner natürlich, was ja auch wichtig ist. Ach so, ne, was ja. Brauchen wir nicht. Ne, brauchen wir wirklich nicht. Kannst du eigentlich die Treppe noch mal ein Stück runtergehen? Ja, oder? Ja, bevor der Aufzug, ne? Da ist. Nicht weitergehen. Also ich dachte, das wäre jetzt nur so angedeutet, das Treppenhaus. Muss ich da entscheiden, ja? Die Fitnessbewussten nehmen die Treppe, oder was? Ich hoffe einfach vielleicht, dass es hier wirklich noch ein paar Sachen zu finden gibt. Ja. Das dachte ich halt auch, dass das so... Ich bin so froh, dass es dir gut geht. So ein Gimmick der ist. Kirche. Du warst bei der Kirche? Ja, muss man dann auch Joseph noch mal gucken. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, ging es ihm ziemlich schlecht. Was ist mit dem Jungen aus der Klinik? Leslie? Ich habe ihn in einem Käfig gefunden. Dann ist er abgehauen. Der hat Sachen erlebt. Mhm. Der hat Sachen erlebt, ehrlich. Ah, guck mal, cool. Na gut, dass wir noch nicht weitergegangen sind. Ja, so, total. Ja, damit. Gut, prima. Das ist durch. Ich benutze meine ganze Power, um die Treppen hier zu nehmen. Alles nur für euch. So, haben wir. Nein, naja, was soll's. Naja, war völlig verschwendet. Bist immer noch nicht ganz gesund. Nee, richtig. Ey, ich habe keine Munition mehr, ne? Das ist so bitter. Ja, ich sag ja, ich glaube immer, wenn du keine Munition hast, ist aber auch ein Zeichen, dass dann entweder kommt gerade irgendwas zum Finden eher, so ein Suchlevel, ein ruhigeres, oder ein Lauflevel. Ich hoffe nur, dass du recht behältst. Ja, wenn es jetzt zum Beispiel wieder Wasser ist, kann es ja eh nur geschickt sein und laufen. Da kann man eh nicht schießen. Außer Leute runterschießen. Ist denn hier? Ei, die ganze ei, ei, ei. Stadt versinkt. Wo müssen wir noch mal hin? Wo treffen wir uns mit dem? Das ist irgendein Hospital, ja. Ja, ein Hospital. Ein Krankenhaus. Wie treffen wir uns mit dem? Ist ja auch irgendwie merkwürdig ausgedrückt. Das sieht doch aus, als könnten wir hier einiges finden, oder nicht? Ja. Ist ja natürlich auch ziemlich unordentlich hier, aber. Mensch, mal einer aufräumen. Genau das wollte ich finden. Komisch, aber mir reicht das mittlerweile. Das Spiel macht das echt geschickt. Also wenn ich zwei Patronen von einer Schrotflinte finde, ich freue mich wie Bolle. Wie Weihnachten und Ostern an einem Tag. Aber wirklich. Oder da glitzerte auch noch was im Wasser. Irgendwo hat was geglitzert. Ja, ich dachte, das war hier der Rückspiegel, der so geglitzert hat. Das war auch. Du hast recht.
Oh, es ist schon ein langer Part diesmal. Ja. Aber ist ja egal. Richtig. Außerdem wird unsere Tochter uns das bestimmt eh gleich vermiesen. In einem positiven Sinne. Wir haben alle diese verrückten Sachen gesehen. Nee, ich bin noch nicht fertig. Hattest du Nasenbluten oder Kopfschmerzen? Ja, beides. Nein, warum? Joseph hatte das. Als ob er sich verwandelt in eins dieser Dinger. Vielleicht befällt das nicht jeden. Ach, glaub mir mal, das befällt jeden. Da sind wir runtergekommen, genau, dann hast du jetzt wirklich alles gesehen. Ja, alles Erreichbare. Gut. Okay, schade. Lass mich durch. Immerhin sind wir jetzt einigermaßen gesund und haben noch 2 Schuss für die Schrotflinte. Oh, eine Puppe. Und ein Kartenfragment. Oh, was hat die denn verloren? Nee, die hat, glaube ich, gar nichts verloren. War das das X? Mhm, genau. So. Ja, schade. Aber das, wie leicht man sowas hier übersieht, ne? Was ist das, ein Durcheinander? Das sieht nicht cool aus hier. Arm. Dann hat er seinen Arm vergessen. Arm dran, besser Arm dran als Arm ab. Haben wir da nicht auch schon mal? Ganz viele Puppen. Ich habe ehrlich gesagt langsam das Gefühl, wir waren überall hier schon. Naja, der hat ja halt nur ein Gehirn, ne? So viel kann er sich nicht ausdenken. Genau, der ist auch nur. Hat auch noch nicht so viel gesehen. Außer die Klapsmühle und sein Zuhause. Und anscheinend irgendeine Shopping Mall oder guck so. Guck mal, hier sind noch ein paar. Nee, doch nicht. Ich dachte, das wären Teile. Oh, guck mal. So, da geht's eine Treppe hoch. Noch mehr Glibber. Jetzt kann man aber wirklich bald die Ausdauer noch holen. Ich glaube, wir haben genug gespart. Ja. Du musst die Treppe hoch. Die hier? Ja. Okay. Durch die Tür. Komm, das ist hier so falsche Bescheidenheit. Oh, die Puppe gerade, eklig. Oh nein, Rubik, über dir. Mhm. Ich meine, Sebastian, Rubik ist über dir. Ja. Oh, oder in dir. Jetzt kriegt er der Blutet aus dem Mund. Nein, nicht ich. Nicht ich. Er hat ganz schwarze Augen, ne? Ja. Sebastian, was ist... Bleib weg. Oh, lass die jetzt nicht tot sein, bitte. Nee, aber verschwunden. Mensch, guck mal, die hat mich eingesperrt. Cleveres Mädchen. Was soll das? Hast du auf mich geschossen? Du hast dich in ein Monster verwandelt. Mich angegriffen. Ach, Quatsch. Sorry, du bist infiziert. Er könnte dich benutzen, um mich aufzuhalten. Übertreib nicht. Wovon redest du? Die geht. Tschüss. Dafür haben wir da jetzt den Arsch gerettet. Dass und hier ist nichts drin. Weil wir uns ein bisschen in Monster verwandeln. Ehrlich, man kann auch wirklich übertreiben. Das auf. Was? Leslie, bist du es? Ja, komm. Komm, direkt von einem Spieler zu einem Spieler. Leslie, sehr gut. Nur noch etwas weiter. Was ist? Rubik? Ich werde die nicht rein. Ich stink's. Hilfe! Hey! Klasse, das ist schon der Angst vor dir. Ja. Du machst nicht gerade was da gegen wirkt. Ja, wieder mit Top-Munition ausgerüstet. Werden wir diesen Teil hier beenden und ich sage bis zum nächsten Mal. Bye bye. Tschüss.